Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem kleinen neuen News-Video. Und zwar gibt es einen Trailer zum neuen One Piece-Film mit dem wunderschönen Titel One Piece Stampede. Stampede heißt so viel wie Aufruhr. Der Film kommt nächstes Jahr wohl in die Kinos, also ich glaube ganz genau genommen von heute an so circa 200, 240 Tage, also irgendwann 20. August nächsten Jahres. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach mal zusammen kurz den Trailer an und ich werde danach noch ein paar Worte dazu verlieren. Viel Spaß. Kono boushi wo omae ni azukeru. Isuka kitto kaishi ni koi. Rippana kaizoku ni natte na. Kaizoku wo ni ore wa na. いい人生だった。生きてみたい。もう一度仲間と呼んでくれますか。生きたい。お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ。愛してくれてありがとう。そして 2019年夏、新たな冒険の扉が開かれる。 劇場版 One Piece Stampede。 Nein. Stampede. Das lassen wir doch. Da seht ihr auch nicht mal das Plakat, also wie der ganze aussehen soll, beziehungsweise wie halt das Plakat dazu aussehen soll. Also viel kriegt man ja in diesem kleinen Trailer nicht mit. Wir sehen ein paar Flashbacks, die ganzen toten Mitglieder reden irgendwas. Leider verstehe ich kein einziges Wort Japanisch. Aber was halt interessant war, man hat auch Vivi Stimme gehört und man hat auch Jim Bay Stimme gehört, was einfach nochmal präsentieren soll, dass sie eben wirklich Strohmitglieder sind, Schrägstrich in Vivis Fall waren. Hier beim letzten Bild. Haben wir es denn? Ah, ne, fast. Ja. Das ist auch auf so einem Filmposter drauf, wo dann hier der Strohhut noch irgendwie umherfliegt. Ist halt die Frage, soll das jetzt bedeuten, dass Ruffy hier ziemlich erstmal auf die Fresse bekommen wird? Und um was wird es in diesem Film geben? Ich meine, das Ganze sieht aus wie ein riesiges Trümmerfeld. Man könnte vielleicht sogar erahnen, vielleicht ist es auch irgendwie eine Art riesiger Roboter. Und hier oben ist das irgendwie ein Roboterarm oder sowas. Ganz, ganz schwierig. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, um was es in diesem Film geht. Momentan ist ja so die Spekulation, dass es in dem Film um die Rocks Piratenbande geht. Vielleicht das Odas Ankündigung war mit diesem Gegner, der noch auftauchen soll, dass der also wirklich gar nicht im Manga auftaucht, sondern wirklich erstmal nur im Film. Wäre möglich, dass das Ganze so ist wie bei Shiki damals. Das heißt, wir haben Shiki ja auch zuerst wirklich in diesem One Piece Movie gesehen. Dort wurde er von Ruffy ziemlich niedergemacht, was ja schon etwas seltsam war. Und später kam dann halt so ein Spezialkapitel eben raus mit Shiki. Auf der einen Seite cool, und ich würde gerne einen Film mit Rocks sehen, vor allem weil die Filme halt eben immer extrem geil animiert sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man ist jetzt um Rocks so gehypt, auch dass vielleicht Big Mom und Kaido und Whitebeard und Shaggy und hier Miss Bobbin oder Bobbin oder nee, wie auch immer die heißt da, die Mutter von Edward Weevil, dass die alle vielleicht in dieser Bande waren. Es wäre ein bisschen schade, wenn das Ganze einfach nur für einen, also nur in Anführungszeichen für einen Film wäre und dann im Manga gar keine große Relevanz mehr hat. Vor allem, da ja eben im Manga erstmal so viel über Rocks überhaupt rausgekommen ist. Weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber gut. Ja, bisher alles nur Spekulation, vielleicht geht es in dem Film auch um komplett was anderes. Wir wissen es noch nicht, auf jeden Fall finde ich den Trailer schon mal sehr, sehr geil. Er heizt mich sehr, sehr an. Ich hoffe auch, euch auch. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann wisst ihr ja. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, wie immer, einen kleinen Abo dalassen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.